An der B101 in Mönchefrei liegt das Hotel Glückauf. Hotel und Erik Schubert organisierten nun schon zum zweiten Mal ein Ostblock-Treffen von Oldtimern. Mit dabei waren etwa 100 Stück Motorräder, Pkw, leichte Lkw, Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen. Erik Schubert, ein begeisterter Organisator und fähiger Moderator, stellte uns einige Aussteller vor. Er selbst ist Kfz-Mechaniker und kennt sich gut in der Materie aus. Hallo, wir sind hier beim zweiten Ostblock-Treffen in Mönchenfrei. Wir haben uns das Wetter nie gewünscht und nie ausgesucht, aber wir kommen damit zurecht. Die Maschinen leisten ihre Tätigkeit auch im Schlamm. Und wir haben mit 100 Teilnehmern eigentlich einen Zuspruch. Ich habe es mir nie so erträumt, dass bei dem Wetter so viele Leute sich auf den Weg machen und uns besuchen. Die Besucher sind total überwältigt. Die Ausfahrt ist schon durch. Da war ein Schlammloch dabei. Ich hatte arge Probleme oder mir überlegt, oh, kommen die alle hier raus? Und wir haben es geschafft. Sind jetzt gerade bei der Mittagspause. Das Wetter ist jetzt egal. Also wir nehmen den Tag so, wie er ist und dann später zum Tauziehen. Das wollen wir 14 Uhr hier stattfinden lassen. Sag ich mal, wird das Highlight eigentlich vom Dare noch kommen. Und dann graben wir ein richtig tiefes Loch. Zeitweilig flüchteten die Besucher unter Hänger und ins Zelt wegen der Saunässe von oben. Aber der Bratwurststand war ständig umringt und am Ende war alles ausverkauft. Stromerzeugung mehr als Lehrbeispiel stellte Gerd Hirsemann uns und den Besuchern vor. Die Lichtmaschine arbeitet bei ca. 1200 Umdrehungen, aber die Kurbelwelle, der Verbrennungsmotor für den Diesel, die bringt heute 500. Also muss ich die anderen Umdrehungen durch Untersetzung ergänzen können. Und das passiert mit der Transmission. Es ist eigentlich als Anschauung Ergänzung für den Physikunterricht gedacht. Es ist die Anwendung der drei Energieformen, wie es im BGW auch vorhanden ist. Der Regen hatte etwas aufgehört, also ruft Erik zur Landsbulldog. Wir sind hier beim ersten Teilnehmer des zweiten Ostblock-Treffens. Das ist der Zimt aus der Zeit. Der hat seine Lanz mitgebracht. Die Duggerzeit heute früh um 8. Und der Kerl, der kriegt es hin, als Klassiker das Treffen zu beleben, muss man sagen. Denn der Zimt hat mehr Jahre auf dem Buckel wie seine Lanz. Und die Lanz, die geht den ganzen Tag. Und der Zimt auch schon. Ja. Der Typ schon seit dem Dreier. Bin ich auf dem Bein. Jawohl. Wie alt ist er denn? Ja, wie alt denkst du denn? Ja. Ich schätze mal. 65. Oh, der hat aber schlecht geschätzt. Ich kann dazu nur sagen, seine Lanz ist 39er Baujahr und er ist ein paar Tage älter. Ja, also es wäre jetzt eine mathematische Aufgabe. Er ist 35er Baujahr, ich will dir helfen. Da haben wir es doch. Ja. Und er kriegt Sinn, in seinem stattlichen Alter dann den jungen Kerl rauszufordern beim Tauziehen. Und da hat er gesagt, wir machen dich kaputt, aber wir zeigen den jungen Rotzern mal, was in uns steckt. Aber es geht los. Jawohl, so ist es. Die Wendigkeit des D100 ist beeindruckend. Er wurde in der DDR vor allem in der Melioration eingesetzt. Ein Teilnehmer als Schobau, mein Guter, Beitschobau. Du hast dir Mühe gegeben mit dem Gerät hier, das ist eine D100. Ja. Sag mal was dazu, Baujahr, Betriebsstunden, so ein bisschen was. Ja, das ist eine D100 MGS, die landwirtschaftliche Ausführung von diesem Typ. Dieser Typ wurde seit 1963 in Tscheljabinsk in Sowjetunion hergestellt. Tscheljabinsk liegt hinter Ural im asiatischen Teil. Und von diesem Raubenschlepper gab es dann insgesamt schon ein Jahr später 22 verschiedene Ausführungen in Bezug auf seine Anbaugeräte und so weiter. Also sprich Planierraube, Rohrverlegeraube, Ackerschlepper und so weiter. Und die hat eine Leistung von 108 PS. Das klingt erstmal nicht viel, aber das hängt damit zusammen. Das ist ein Dieselmotor mit einem sehr hohen Drehmoment und einem sogenannten Langhuber. Der Kolbendurchmesser von 14,5 cm und ein Hub von 20,5 cm. Die hat ein Hubraum von 13.500 Kubikzentimeter und deshalb holt ihre Kraft daraus. Es ist vergleichbar wie heutzutage eine Maschine vielleicht mit 300 PS, die schneller laufen und einen Turbolader haben. Ja. Und der Wahnsinn bei dem Gerät ist eigentlich, man nutzt einen Benzinmotor, einen Zweizylinder, um den Vierzylindermotor anzulassen. Genau. Das ist ein richtiges Schauspiel und ich denke, der Kollege wird uns das mal vorführen. Ganz und laut.
Von den Raritäten haben wir einige vorgestellt. Jetzt kommt ein Knüller, auf den die Besucher schon lange warteten. Das Tauziehen der Traktoren. Man koppelt über ein Drahtseil immer zwei etwa leistungsstarke Traktoren. So zum Beispiel die Lanz-Bulldog gegen den selbstgebauten Traktor von Alexander Schmiede aus Lichtenberg mit einem Trabantmotor. Der hat natürlich dagegen keine Chance, schon wegen des Gewichtes. Dann kämpft der Bielorus gegen die Lanz-Bulldog. Und hier zieht mühelos der Bielorus die Lanz über die Wiese. Der ZT300 aus Schönebeck zieht wiederum den Bielorus MTS 82 mit durchdrehenden Rädern hinter sich her. Doch hier spielte das Gewicht eine größere Rolle. Trotz denkbar ungünstigen Wetters war es für die etwa 300 Besucher ein interessanter Nachmittag.